Herzlich willkommen zurück bei Wizen 3 Titan Wars. Die letzte Folge ist etwas abrupt abgebrochen, da die Aufnahme auf einmal flöten ging. Und naja, bei 19 Minuten, fast 20 Minuten dachte ich mir, okay, da setze ich jetzt jemand neu an und so. Auch ohne Verabschiedung, aber dafür mit einer zweiten wunderbaren Willkommens. Ja, hallo. Gut, machen wir einfach mal weiter. Wir waren hier in der Lagerhalle mit bösen, bösen Höllen. Da ist irgendjemand voll am Abhängen im Hintergrund, sehe ich gerade. Höllenhunde im Lagerhaus. Waren mal. So, den befreien wir aber erst, wenn wir hier alles leergeräumt haben. Sonst sagt er noch, böse. Ja, Apfel in Kanonenrohr. Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Nee, das stimmt wohl. So, was haben wir hier noch? Krug, Gabel. So, was machst du da? Steh mal auf, Kumpel. Na hoch. Was ist los? Danke. Du hast mich befreit. Ich dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Wie hast du mich befreien können? Keine Ahnung. Gut möglich, dass meine Begegnung mit dem Schattenlord an der Krabbenküste etwas damit zu tun hat. Ein Schattenlord? Es gibt also noch Schlimmeres als die Schergen? Du machst dir kein Bild. Okay, ich will das gar nicht so genau wissen. Nee, das willst du auch nicht. Warum hat man dich hier festgehalten? Was weiß ich. Fragen konnte ich schlecht. Die Schergen haben mich einfach überwältigt. Und ehe ich mich versah, war ich gefangen. Aber immerhin haben sie mich am Leben gelassen. Aber was ist mit meinen Waren? Erzähl mir mehr über dich, kleiner Mann. Erzähl mir mehr über dich. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen bin, leite ich das Lagerhaus. Ich habe den Posten erst seit kurzem. Kein Plan, was mit meinem Vorgänger passiert ist. Also, wenn du etwas brauchst, bin ich dein Mann. Einen Händler in der Nähe zu wissen, ist immer gut. Wohl wahr, wohl wahr. Lagermeister? Stell ich mir ziemlich öde vor. Ich habe früher mal als Schweinehirte gearbeitet. Du stinkst wie ein Oger und die Huren nehmen dich auch nicht mit aufs Zimmer. Dann lieber doch Kisten verwalten. So schaut's aus. Du sagst es. Wenn die Huren einen schon nicht wollen. Wo hast du denn das besondere Zeug? Ja, das haben wir ihn schon aus der Kiste geklaut. Deine Höllenhunde im Lagerhaus sind Geschichte. Das nenne ich mal eine gute Nachricht. Da hab ich auch was für dich. Im Obergeschoss des Lagerhauses ist eine alte, schrammelige Truhe. Da sind ein paar schöne Kristalle drin. Irgend so ein alter Kerl. Seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Behauptete mal, sie seien magisch. Aha. Ja, das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber hey, es sind immerhin schöne Kristalle. Nimm sie dir ruhig. Du kannst damit sicher mehr anfangen als ich. Hab ich schon. Vielen Dank. Tatsächlich? Na dann, viel Spaß damit. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Jetzt, wo du fragst, da gibt es tatsächlich etwas. Mein Bruder Quinn hat ein Schwertstück in seinem Besitz, das ich gern hätte. Bring es mir und deine Taschen füllen sich mit Gold. Okay. Ich werde dir das Schwertstück besorgen. Wunderbar. So einer wie du wird es noch natürlich weit bringen. Was du nicht sagst. Wo ist denn dein Bruder? Brüchige Erblast. Zeig mir deine Ware. Kein Problem. Bomben, Piratenbüchse. Doppelläufige. Popcorn. Grünes Kopftuch, alter Dreispitz. Lederhose, alte Stiefel, Füßenkrock, Bomben, Schrotflinte. So, das ist eine Schrotpistole. Das ist eine doppelläufige Pistole. Eine Piratenbüchse. Schaden 4 bis 45. 45. Nahkampf. Reichweite 20. 4 bis 45. Was macht denn unsere? 40. Ja. Bleiben wir bei unsere. Komische Steinachs können wir verkaufen. Was sonst noch irgendein Quatsch dabei?
Affenstatue. Behalten wir noch alles. Nein, Handel akzeptieren. Ende. Okay. Dann hätten wir das Lager euch schon mal gesäubert. Ein Pilz. Das ist bestimmt so ein Geister, ja. Huha. Rolle springen. Naja. Irgendwo hochspringen ist nicht so seine Stärke. Okay. So, noch mehr Hafenzeugs. Schlangenwurz. Furz. Boah, Kumpel. Kann doch nicht so schwierig sein. Ein Steg und ein Trinkhändler. Wer bist du denn? Ein Pirat. Ich bewege mich kein Stück. Okay. Ah, ich kann mich erinnern. Da in der Ecke hinten. Da war mal irgendwie eine Truhe, wo was Cooles drin war. Ja, so langsam kommen die Erinnerungen an Wizen 2 wieder. Ah, Höllenhunde. Natürlich. Verdammte Schatten! Oh, aber jammern wir mal Hunde. Lass den kleinen Pons in Ruhe. Pons, alles okay? Kumpel, könntest du wieder aufstehen? Höllenhunde am Ausstrand. Genau, stehen. Was ist passiert? Der die umgetackelte kleine Wuffi hier. Ach dich. Ih, fauliger Pilz. Das kann nicht gesund sein. Okay. Auf jeden Fall war hier hinten damals mal was. Und da saß auch ein komischer, schmieriger Typ rum. Oh, wir sollen faulige Pilze für irgendwas sammeln. Genau, das Feuer ist auch noch hier. Hier saß mal einer. Oh, und jetzt liegt er da. Emma? Nee. Was? Was ist passiert? Du warst bewusstlos. Die Hunde. Diese grässlichen Hunde. Du musst... Tote Hunde beißen nicht. Ja, du meinst... Die sind hinüber. Danke. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt schon tot. Hier, nimm dies als Dank von mir. Getragene Unterwäsche. Du siehst aus, als könntest du sowas gebrauchen. Immer. Dann erzähl mal, was dir passiert ist. Als ich gemerkt habe, dass diese Kreaturen die Stadt angreifen, wollte ich mich hier am Oststrand verstecken. Aber von hier aus gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ich saß in der Falle. Kannst du nicht schwimmen? Nein, das liegt mir nicht sonderlich. Ich wäre ertrunken. Aber ich habe mein Schicksal akzeptiert. Selbst jetzt spüre ich den Tod immer näher kommen. Ich habe nur noch wenig Zeit. Kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Ich fürchte, es ist fast zu spät für mich. Du lebst doch noch. Ja, aber wer weiß, wie lange. Vielleicht gibt es ein Heilmittel. Ich kenne ein altes Rezept des Shaganumbi-Stammes. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber in all der Dunkelheit ist es ein Hoffnungsschimmer. Einen Teil der Zutaten habe ich. Lediglich modrige Knochen und faulige Pilze fehlen mir. Knochen habe ich schon mal. Und die Pilze habe ich auch fast. Fast alle. Du kennst Eingeborene der Shaganumbi? Ja. Von ihnen beziehe ich einen Großteil meiner Waren. Die Voodoo-Künste ihrer Hexen haben mich schon immer fasziniert. Mich auch. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ich verstehe nicht. Schon gut. Der Geist will schweigen, aber der Mund ist schwach. Kannst du mir irgendwas mit auf den Weg geben? Silberzunge 60. Habe ich nicht. So, ein Pilz fehlt noch.
ist hier im Regen. Och, Frau, steh wieder auf. Was das heißt? Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Gut. Ich ziehe mich wieder in mein Haus zurück. Du findest mich dort. Ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich danke dir. Sobald ich zu Hause bin, werde ich mich an das Rezept machen. Hier, das ist für dich. Und wenn du an Kuriositäten interessiert bist, wirf einen Blick auf meine Waren. Das ist sehr nett. Was hast du denn so Feines dabei? Zeig mir deine Ware. Sicher, sieh dich nur gut um. Dup, 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 dup. Was ist das denn? Ein Ohrring, einschüchtern. Piratenanhänger, Stichwaffen, Dolche, einschüchtern. Schrotflinten, einschüchtern, Alchemie. Eisenring, Totenkopfring, Hiebwaffen, einschüchtern, Astralsicht. Trank, 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 Trank. Die sind alle zu günstig, als ob sie was... Ohr. Oh. Tatze Golemherz. Das könnte ich für den einen Trank der Rüstung gebrauchen, aber das ist ja auch blöd. Fingertrunk. Anweisung zu dem Blablabla, Trank des Diebes. Fingertrunk. Trank des Willens. Ja, aber Alchemie können wir ja eh noch nicht. Nekromantie. Beeinflusst Lebensdauer. Holt gefallene Monster von den Toten wieder und erschafft Geister, die für dich kämpfen. Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest Alles, du wissen? Alles, was du weißt. Alchemie lernen. Ich bin noch nicht gut genug. So. Alchemie ist auf jeden Fall wichtig. Astralsicht. So, machen wir erstmal Geist hoch. Pistole, Armbüchse, deutsche kritische Treffer. Ja, bin zufrieden. Kannst du mir etwa... Klar. Alchemie. Bring mir etwas über Alchemie bei. Du lernst schnell. Ach. Wie, das war's jetzt schon? Enttäuschend. Bring mir etwas über Alchemie bei. Du lernst schnell. Fertig. So, tote Wuffs. Tote mehr, tote der, tote der, tote der. Timo der Kleine. Okay, der ist niedlich. Den will ich nicht töten. Abgefahrene Ente. Die machen uns bestimmt richtig fertig, wenn wir sie angreifen. Schön Schluck Folge. Sippsches Piratenwasser trinken. Oh, Äffchen, hallo. Ah, das ist bestimmt die Hütte der Frau. Weil das hier so ein bisschen Voodoo-mäßig aussieht. Von Voodoo verstehe ich nichts. Hallo, Äffchen. So, das ist der Schmied gewesen. Und das hier vorne war die Taverne, natürlich. Taverne, direkt am Hafen. Edward. Und was ist das bei euch? Ah, lass mich raten. Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Was sagt er? Er hält uns offenbar für Landstreicher. Ah ja, ich vergaß. Ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Redest du mit mir, du Großmaul? Oh, hab ich euch beleidigt. Ich bin untröstlich. Große Worte. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. What? Bist du schwul oder was? Und wer hat dir den Schädel verbeult? Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden?
Vagabunden? Was seid ihr denn sonst? Nicht provozieren lassen. Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich muss dir nichts beweisen. Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier. Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Aha. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann das nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel und ihm muss ich folgen. Ah ja, das kenne ich. Das kenne ich. Du versuchst nur, deinem Schicksal zu folgen. Du hast es ständig mit irgendwelchen Maulhelden zu tun, die keine Ahnung haben, wer du bist und dich grundlos beleidigen. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer, sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja. Wenn ihr so gut seid, dann beweist das. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Allerdings. Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Was sagst du dazu? Meinetwegen, bevor ich in diesem Nest verrotte. Ich weiß nicht, wie es da um euch bestellt ist, aber ich bin nicht gerade zimperlich, müsst ihr wissen. Ich bin einfach immer direkt hinter dir. Ja, genau das befürchte ich. So, dann wollen wir mal. Dann geh du vor. Ich folge dir. Gut, aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Komm, Junge, wir kriegen was zu tun. Bei dem Kerl habe ich ein ziemlich mieses Gefühl. Sehr gut. Das beruhigt mich. Ja, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ach toll, jetzt habe ich gerade in die andere Richtung geguckt, weil irgendjemand hier Lärm im Hintergrund macht. So, wo sind die Pappnase jetzt hingelaufen? Ja. Pappnase. Hallo, Pappnase? Hey, pass darauf, wo du hintrittst. Warum sollte ich? Warum wohl? Ist gefährlich hier. Aha. Danke für den Tipp. Ei, wird deine Haut retten. Scarlett, die Braut vom Hafen, hat's auch schon erwischt. Und Donovan hat auch die längste Zeit in seiner Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Was zum Teufel ist denn hier los? Wartest du hier auf etwas Bestimmtes? Ei. Und das wäre? Den richtigen Moment. Was? Um was zu tun? Viecher umhauen. Sehr gut. Wo genau? Da hinten. Wie viel Viecher sind es? So langsam fängst du an zu nerven. Jetzt komm auf den Punkt. Wenn du dann endlich die Klappe hältst. Auf dem Blutschwurplatz sind ein paar Biester, die brauchen mal einen Arschtritt. Arschtritte? Genau meine Spezialität. Du zu trauen wärst dir. Hilf mir, die Viecher einzumotten und 100 Goldstücke gehören dir. Ich bin bereit. Lass uns die Biester vom Blutschwurplatz jagen. Klar. Ei, zieh deine Waffe und mir nach. Okay. Stimmt, das war der hier. Verdammte Schatten! Zwei. Wieso muss ich...
zwei gleichzeitig kämpfen. Ein Vieh weniger. So, dann hätten wir die nächsten. Der Blutschwurplatz. Ein Opferaltar auf der Wiese. Die Schatten ziehen durchs Land. Und komm, wir klopfen uns gegenseitig wegen ein paar geklauter Kartoffeln. Man muss eben Prioritäten setzen. Ja, genau. Sieht wohl so aus. So. Da hätten wir es doch, oder? Butch. Danke. Jagen. Jemandem was auf die Schnauze geben, liegt mir eher. Sehr gut. Die Viecher auf dem Blutschwurplatz sind hinüber. Gut. Hier ist dein Anteil. Dank. Schlechtes Gewissen? Schlechtes Gewissen wegen Scarlet? Ei. Und warum? War für sie verantwortlich. Dem muss man auch jedes Wort aus der Nase ziehen. Voll anstrengend. Oh. Praktisch. Müssen wir nur noch den Teleporter dazu finden. Aber erstmal setzen wir uns hin und machen eine Pause. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch aus dieser Episode vom Wizard 3 Titan Lords. Und dann suchen wir gleich mal in der nächsten Folge Pappnase, der einfach weggerannt ist, weil als ich kurz weggeguckt habe. Na gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen zur selben Zeit wieder. Tschüss!